Wolken verhangen und lastete schwer auf ihnen wie Blei. Und der Abend hatte erst angefangen und doch sehnten sie schon den Morgen herbei. Und sie ballten die Fäuste, blau gefroren, und sie hielten aus, denn es war ihre Pflicht. Denn in dieser Nacht ist Jesus geboren und der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, Jesus ist da, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Jesus ist da, fürchtet euch nicht. Und sie ließen alles stehen und liegen und fanden Jesus gebettet auf Stroh und wussten, er würde die Angst besiegen, und diese Gewissheit machte sie froh. Und was sie belastete, war verschwunden. Sie lobten Gott und kehrten zurück zu blökenden Schafen und Hüterhunden, und in ihren Augen wohnte das Glück. Sie mussten die Botschaft weitergeben an die traurigen Menschen ihrer Zeit. Denn andere sollten es auch erleben, dass Jesus Christus von Ängsten befreit. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Jesus ist da.